Außer ihr.
heiße Nasenspray sollte man nur einmal eine Woche lang verwenden. Aber ich habe aufgehört. Es war auch nicht allzu lange, aber das war wirklich sehr mühsam. Aber ich glaube, da geht es vielen momentan zu. So, ich weiß nicht, was das ist. Aber jetzt zeige ich euch mal den Anhänger. Und zwar ist das passend zu Weihnachten. Kleiner Lebkuchen.
Was ich mir bei Urlaub
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich von euch in den Kommentaren lese. Hey, schön, dass du heute wieder hier bist. Ich habe heute für dich ein neues Video und wie du schon merkst, flüstere ich nicht, sondern möchte heute ein Soft-Spoken-Video drehen. Das hat meine liebe Zuschauerin unter meinem letzten Video vorgeschlagen und ich fand das eine richtig gute Idee, da ich glaube, mein letztes Soft-Spoken-Video vor mehr als einem Jahr gedreht habe. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber schauen wir mal. Ich hoffe, jeder von euch hatte einen guten Start ins Jahr 2024, einen guten Rutsch und ihr habt die Feiertage gut überstanden, seid, wie gesagt, gut ins neue Jahr gestartet. Ich habe ehrlich gesagt, den Abend, die Nacht nur zu Hause verbracht, also es etwas ruhiger angehen lassen und somit auch gut ins Jahr gekommen, ohne irgendwelche Zwischenfälle. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir eure Vorsätze, falls ihr welche habt, in die Kommentare schreibt. Das ist sicher interessant durchzulesen. Ich habe mir heuer nach lange wieder auch Vorsätze gemacht. Ich finde schon, dass der Jahreswechsel eine gewisse Motivation hat, Sachen zu ändern. Wobei ich aber auch finde, wenn es einen etwas ganz dringend stört oder was man etwas ändern möchte, kann man das auch jeden Tag machen. Als ihr euch Vorsätze gemacht habt, schreibt mir die unbedingt in die Kommentare, das würde mich richtig interessieren. Ich habe mir heuer nach langem auch wieder Vorsätze gemacht. Einer davon ist, dass ich meine Bildschirmzeit am Handy einfach ein bisschen reduzieren möchte. Ich weiß nicht, wie euer Durchschnitt so ist, aber ich möchte auf jeden Fall unter 3 Stunden am Tag sein. Für die anderen ist das wahrscheinlich jetzt total viel und für die anderen wahrscheinlich total unrealistisch. Ich habe manchmal schon Tage, wo ich so 5 Stunden bin, was mich schon stört, weil ich mir denke, 5 Stunden nur am Handy sein von 24 ist echt viel. Für manche natürlich voll wenig, für andere wieder ganz viel. Ist natürlich je nach, Person unterschiedlich und der andere Vorsatz ist, dass ich einfach zufrieden und glücklich sein möchte. Natürlich mehr Sport machen, fitter sein einfach für die Gesundheit und weniger Süßigkeiten essen. Ich habe mich auch selber die Kommentare unter meinem letzten Video gefreut. Vielen, vielen Dank. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich von euch in diesem Video wieder lese und falls ihr noch nicht Abonnent von diesem Kanal seid, holt das bitte gerne nach. Wir stehen kurz vor den 15.000 Abos. Da freue ich mich riesig drüber. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und nach diesem ewig langen Intro kommen wir jetzt zum heutigen Video. Und zwar möchte ich euch heute ziemlich persönliche und private Fragen stellen, um auch gut ins neue Jahr zu starten, einfach um das alte Jahr abschließen zu können und am besten starten wir. Ich bin heute auch nicht allein. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ist meine Katze auch im Zimmer. Es ist aber ziemlich ruhig. Also, falls ihr das ein oder andere Geräusch hört, weil es nicht von mir ist, das ist sie. So, ich habe mich hier meinen Block schon geholt und einen Stift und werde dir jetzt ein paar Fragen stellen, die du gerne beantworten kannst, wenn du möchtest. Falls du das nicht möchtest, kannst du auch einfach nur gerne zuhören. So, dann kommen wir zur ersten Frage. Und zwar ist das, gab es während des Jahres ein erstes Mal in meinem Leben? Ich glaube, wir alle kennen das. Je älter man wird, desto weniger erste Male erlebt man. Also gab es für dich 2023 ein erstes Mal in deinem Leben? Okay. Zweite Frage. Welche Fähigkeiten, Fertigkeiten oder Kenntnisse habe ich mir angeeignet, die ich vor einem Jahr noch nicht hatte? Es ist doch überhaupt gar kein Problem, wenn es das nicht gegeben hat.
viele Erlebnisse im Jahr zählen zu den schönsten. Du kannst auch gerne überlegen und dir ein bisschen Zeit lassen. Okay, das hört sich schön an. Ja. Welcher Abschied bzw. welche Trennung ist mir schwer gefallen? Okay. Habe ich notiert. Welche Person habe ich kennengelernt, die mein Leben besonders bereichert oder bereichert hat? Das hat mich besonders berührt, sowohl im Negativen als auch im Positiven. Welche Ereignisse werde ich wohl mein Leben lang nicht mehr vergessen. Also nichts Spektakuläres. Ist ja auch nicht das Schlechteste. Was hätte ich nicht geglaubt, wenn mir jemand das vor einem Jahr vorausgesagt hätte? Dass du dich sozusagen selbst übertroffen. Welcher besondere Traum ist mir in Erinnerung geblieben? Ich weiß nicht, ich träume. Es ist ganz komisch, wenn ich viel Zeit für mich habe oder viel Freizeit, Urlaub oder nicht in der Arbeit bin, dann träume ich viel mehr. Und wenn ich eher mehr Stress habe als in der Arbeit, dann träume ich meistens gar nichts. Und immer wenn ich einen Urlaub anfange oder halt am Beginn meiner Urlaubsform bin, dann träume ich immer so viel, dass ich gar nicht so gut schlafen kann, weil das einfach so aufwühlend ist. Also ja, ist das bei den einen oder anderen ja auch so. Was habe ich mir persönlich Gutes getan? Man kann natürlich diese Fragen, wenn man nicht so zufrieden mit den Antworten ist, auch als Vorsatz oder als Idee, Inspiration fürs neue Jahr verwenden. Wer oder was war für mich die größte Überraschung? Womit hatte ich Unrecht? Wem habe ich Unrecht getan? Ich finde, das ist dann auch wieder so eine Frage, die was man sich nicht allzu gerne stellt, weil man einfach ja negative Gefühle damit verknüpft, verspürt. Aber ich finde, immer wenn man irgendwie jemanden Unrecht getan hat und das dann erkennt, dass das dann auch wieder zu einem positiven Erlebnis werden kann, wenn man sich entschuldigt oder darüber spricht, und dann ist das auch einfach aus der Welt. Welche Entscheidung ist mir schwer gefallen? Welche gute Entscheidung habe ich gefällt? Okay. Wer oder was hat mich herzlich zum Lachen gebracht? Wann habe ich das letzte Mal so richtig gelacht? Ich finde das so schön, wenn man so einen Lachanfall hat. Ich weiß nicht, wie ihr das nennt, aber so richtig nicht mehr aufhören kann zu lachen. Das ja, ist auch, je älter man wird, desto seltener. Früher hatte ich das fast jeden Tag, glaube ich. Aber ja, wenn man erwachsen ist, wird das einfach seltener. Also
Wann war das bei dir das letzte Mal der Fall? Okay. Wann und wodurch habe ich mich besonders geliebt gefühlt? Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Persönlicher Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Auch wenn es ein kleiner ist. Das macht gar nichts. Okay. Gute Antwort, danke. Habe ich einen Freund oder eine Freundin dazu gewonnen? Wenn ja, wen? Wann hast du sie kennengelernt? Im Mai. Super. Welches Buch, welcher Film, welches Lied hat mich am meisten beeindruckt oder ist mein Lieblingsfilm, Buch oder Lied geworden? Welches Kompliment habe ich erhalten, welches mich am längsten beschäftigt hat? Ja, ich weiß, es gibt auch solche Komplimente, die zuerst nicht wie ein Kompliment wirken, also so ungewöhnliche Komplimente, wo es schwerfällt, diese zu erkennen. Welche Sorgen, Ängste hatte ich, die sich als unbegründet herausgestellt haben? Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich auch sehr oft mir Sorgen mache über Sachen, die was eigentlich ziemlich unbegründet sind oder dann eh nicht eintreffen. Da habe ich mal gelesen, dass wenn man sich immer über alles Sorgen und Gedanken macht, dass man einfach immer wieder durch dieses sich dadurch quält oder dass es meistens oder fast nie eintrifft und dass es so ist, dass man es immer und wieder durchgeht und somit eigentlich total unnötig ist. Ich meine, es ist leichter gesagt als dann umgesetzt, aber ich versuche mir das immer ein bisschen vor Augen zu halten, dass wenn man immer nur über sowas nachdenkt, dass das halt dann viel wahrscheinlicher ist, dass es ja vielleicht dann doch eintrifft und es, wie gesagt, meistens eh nicht eintrifft. Wofür bin ich besonders dankbar? Ja, das ist schön. Okay, super. Was ist mir wichtig geworden, dass es vor einem Jahr noch nicht war? Das kann eine Person sein, ein Tier, beruflich etwas, ein Hobby. Okay. So, gut. Das waren jetzt alle Fragen, die ich dir stellen wollte. Ich finde, nachdem man diese Fragen sich selbst beantwortet hat, fällt es einem auch leichter, einfach mit dem alten Jahr abzuschließen. Das hört sich jetzt alles so, weiß nicht an, aber es ist einfach... Ich finde schöne Fragen, wie man sich stellen kann, um einfach gut selbst mit dem Jahr abzuschließen und auch einen guten Start zu haben. Also ich hoffe, die Fragen haben dir gefallen.
schreibt mir unbedingt auch in die Kommentare, wie ihr das mit den Softspoken findet. Ich finde das ehrlich gesagt echt ungewohnt, also fällt mir auch schwerer als zu flüstern. Ich meine, ja, ich glaube, das ist halt auch wieder eine total Gewöhnungssache. Aber falls es euch gefällt, lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Dann weiß ich, ob ich öfter Softspoken-Videos drehen sollte. Dann hoffe ich sehr, dass euch dieses Video gefallen hat und würde mich riesig freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlässt, ein Like oder ein Abo, und wünsche euch eine gute und erholsame Nacht, schöne Träume und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis bald. Sicherungsnummer bitte noch.
Kommentare.
Zusammen. Ich schreibe das dann noch runter und dann hast du es dir keinen halben Stunden.
ich denke,